Servus Leute, heute habe ich mal wieder was Neues für euch. Und zwar war ja neulich der Sven da und der hat von Bock den Deathgrip dabei gehabt. Daraufhin habe ich zahlreiche Anfragen gekriegt, was denn das für ein Dreibein ist und wo man das Teil denn herbekommt. Und ich habe jetzt mal bei der Firma Brownells angefragt und die waren so freundlich und haben mir so ein Teil zur Verfügung gestellt, damit ich es euch mal vorstelle. Ja, der Deathgrip von Bock, das ist ein Dreibein mit einem Hocksaddle-System oben drauf. Hocksaddle heißt, ich habe links und rechts eine Backe, zwischen die ich mein Gewehr einspannen kann. Und ihr seht schon, das Ganze steht jetzt frei da, ohne dass ich das mit den Händen festhalten muss. Das Gewehr lässt sich jetzt nach oben, nach unten und seitlich verdrehen. Und so kann ich zum Beispiel schön mit einem Stück, wenn es zieht, mitfahren und dann einen sauberen Schuss darauf antragen. Ich finde das System absolut genial, wenn ich sage, ich gehe jetzt irgendwo hin, hab da einen Platz, da mag ich jetzt mal eine halbe Stunde stehen bleiben, schauen, was da kommt und gehe dann vielleicht nochmal ein paar Meter weiter oder fahre woanders hin, mache das gleiche nochmal und bietet halt so eben den Vorteil, dass ich das Gewehr nicht immer halten muss. Ich kann die Gegend schön abglasen oder auch zur Lockzeit mit irgendwas platten oder auf den Fuchs reizen. Der Deathgrip bietet außerdem den Vorteil, dass ich die Beine in verschiedenen Winkeln orientieren kann. Ich kann es bis auf 20 Grad, 45 Grad und 85 Grad rausdrehen. Das heißt, ich kriege das fast waagrecht auseinander und kann mich dann, wenn ich wirklich will, sogar am Boden hinlegen und liegend schießen. Meine Erfahrung und mein persönlicher Eindruck ist, dass das Teil auf jeden Fall Schüsse von Minimum 50, ich sag mal so bis 100, vielleicht auch noch 120, 130 Meter sicher zulässt. Allerdings, wenn es weiter wird, habe ich für mich festgestellt, wackel ich dann doch ein bisschen zu arg und bleibe halt dann lieber auf Distanzen unter 100 Meter. Das Teil lässt sich über die Teleskopfüße relativ klein zusammenbauen und dann handlich transportieren. Ist dann auch schnell einsatzbereit. Allerdings sollte man zuvor die für sich passende Höhe schon mal grob einstellen oder dann halt markieren. Das Ganze lässt sich auch zusammen über den Gummi fixieren und mit einem Handgriff ist er offen und das Dreibein einsatzbereit. An dem Dreibein befindet sich noch eine Libelle. Das ist auch extrem wichtig. Man sollte nämlich unbedingt schauen, dass das Dreibein ziemlich im Wasser steht, weil wenn ich das Ganze hier verdrehe, kann es passieren, dass, wenn es nicht im Wasser steht, sich meine Achse von der Optik zum Lauf verändert und ich so eine Schussabweichung nach links oder nach rechts bekomme. Deshalb wichtig, dass man davor schaut, dass das Ganze gerade steht und man so dann hinterher keine unangenehme Überraschung erlebt. Wie gesagt, zu haben ist das gute Stück bei Brownells Deutschland. Jetzt verlinke ich euch das Ganze unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr das Ganze bei Brownells bestellen wollt, dann könnt ihr mit dem Rabattcode DEV nochmal 10% sparen. Es gibt von dem Ganzen verschiedene Ausführungen. Hier seht ihr jetzt die Carbon-Ausführung. Das ist die leichteste. Es gibt es noch in der Standardausführung, da wird so, ich schätze mal, um die 4 Kilo haben. Es gibt es auch noch in der Camouflage-Ausführung, wie wir es im Video gehabt haben. Allerdings ist es da, glaube ich, aktuell nicht verfügbar. Kann aber sein, dass es da noch kommt. Ich hoffe, das kleine Video zu dem Thema Deathgrip hat euch gefallen. Wenn ihr Interesse habt, unten findet ihr das Ganze nochmal. Und ich freue mich jetzt dann drauf, wenn ich das Ganze im Einsatz zur neuen Jagdsaison mal hernehmen kann. In dem Sinn, macht's es gut. Bis demnächst. Servus.